Hallo meine Hübschen, heute möchte ich mit euch über Sepp Woody reden, über seine Vorhersehungen, die er um 1900 herum seinen Bauern erzählt hat, wo er gearbeitet hat, und dieser hat es für die Zukunft festgehalten. Also, was hat Seppi erzählt? Wie der Sepp hat einrücken müssen, hat er gesagt, er kommt nicht wieder, weil er im Eis und Schnee sterben muss. Er fiel im Ersten Weltkrieg in den Dolomiten. Das ist nicht der letzte Krieg, hat er gesagt, denn dann wird bald wieder einer sein und dann erst kommt der letzte. Einer wird schrecklicher als der andere. Wenn du es erleben tätest, könntest deinen Vetter in Wien von deiner Stube aussprechen. Und wenn du ihn schnell brauchtest, könnte er in einer Stunde da sein. Der Böhmerwald wird einmal versenkt werden wie ein Strohschübel. Rennt nicht davon, wenn die grauen Vögel fliegen, woanders wird es noch schlechter sein. Also, der erste Abschnitt vorgelesen. Strohschübel, das ist ein Strohbündel, sowas in die Richtung. Was er wie Irrmeier gesehen hat, dass der Bauer von seinem Haus aus zu seinem Vetter in Wien telefonieren könnte und dass dieser in einer Stunde da sein könnte. Das heißt also, wir haben Telefon oder Handy, was er gesehen hat, und schnelle Autos oder Autos allgemein. Und er sagt weiter, dass wenn die grauen Vögel fliegen, welche Vögel sind denn grau? Mir fällt sofort ein, die Taube. Und was machen Tauben? Die kacken überall hin. Tja, wenn die grauen Vögel fliegen, lassen die bestimmt auch was fallen. Man soll aber nicht woanders hingehen aus Bayern raus, weil woanders kann es noch schlechter sein. Das hat doch Irrmeier auch so ähnlich gesagt. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Es geht dem Ende zu. Und das hat schon angefangen. Es wird dann wieder sein wie vor 100 Jahren. So wird es die Leute zurückwerfen und so werden sie für ihren Übermut bestraft. Du hast das Essen vor dir und darfst es nicht essen, weil es dein Tod ist. Und hast das Wasser im Krandel und darfst es nicht trinken, weil es auch dein Tod ist. Aus dem Osser, in Klammern, Berg an der bayerisch-böhmischen Grenze, Klammer zu, kommt noch eine Quelle, da kannst du trinken. Die Luft frisst sich in die Haut wie Gift. Leg alles an, was du angewandt hast. Und lass nicht das Nasenspitzal herausschauen. Setz dich in ein Loch und wart, bis alles vorbei ist. Lang dauert's nicht. Und such dir eine Höhle am Berg. Wenn dir die Haare ausfallen, hat es dich erwischt. Nimm ein Kronwitt Birl in den Mund, das hilft. Und sauf keine Milch 8 Wochen lang. Also zu den Urbayern mal eine Frage: Was ist ein Grandl? Ist das sowas wie eine Kanne, eine Flasche? Und was bitteschön ist ein Kronwitt Birl? Habe ich keine Ahnung, auch wenn ich ein halber Bayer bin. Null Checkung. Aber kommen wir mal zu dem Inhalt dieses Abschnittes. Der Krieg wird uns 100 Jahre zurückwerfen. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Sie werden für ihren Übermut bestraft. Kann ich mir auch gut vorstellen. Man soll nichts essen und nichts trinken, weil es dein Tod ist, weil es vergiftet ist. So ähnlich hat es Irrmeier auch gesagt. Man soll ja nur das Essen essen, was in Dosen ist. Außerdem soll man sich so viel Kleidung überwerfen, wie man hat, weil die Luft giftig ist und sich einfrisst wie ja, Gift. Also, Irrmeier hatte doch den Staubtod bevorgesehen und auch den gelben Strich. Ist wohl was Ähnliches, wenn er nicht das Gleiche gesehen hat. Nur eine andere Situation oder so.
Auch, dass es nicht lange dauert, hat Irmeier gesagt, aber das mit diesen 8 Wochen lang Milch trinken, habe ich so bei Irmeier noch nicht gelesen. Wobei, ich muss auch immer sagen, ich habe noch nicht alle Prophezeiungen von Irmeier gelesen. Es reicht mir schon, was ich gelesen habe, das ist schon schlimm genug. Kommen wir zum nächsten Abschnitt von Sepp Woody. Es wird schlimm und die Nachgeborenen müssen erst wieder schreiben und lesen lernen. Der Anlass wird sein, dass die Leute den Teufel nimmer erkennen, weil er schön gekleidet ist und ihnen alles verspricht. Wenn kein U-Mandel mehr schreit und die Hasen zum Hause kommen und umfallen, dann geh weg vom Wasser und mähe kein Gras. Dann gibt es keine Grenze mehr gegen Bayern. Aber wo du dann bist, kann ich nicht sagen. Aber was ich sage, dich geht es ja nichts mehr an. Aber sag es deinen Kindern und Kindeskindern. Dass die Nachgeborenen, also unsere Nachkommen, wieder lesen und schreiben lernen müssen, kann ich mir gut vorstellen, weil viel in der Schule lernen sie heute und so nicht mehr, wenn sie denn richtig lesen und schreiben lernen. Dass viele Menschen das Schlechte nicht mehr erkennen, das ist mir schon lange klar. An die Urbayern, was bitteschön ist ein U-Mandel? Ist das ein Vogel oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Dass das Wasser, was offen ist, vergiftet ist und auch das Gras, was so ist, giftig ist, kann ich mir gut vorstellen, wenn in der Luft Gift ist, weil das nimmt ja sofort das Gift auf, weil es sich ja dort absetzt darauf. Es wird keine Grenze mehr gegen Bayern geben. Was soll ich mir darunter vorstellen? Entweder meint er, Europa sind ja die Grenzen weggefallen, oder meint er damit, dass es keine Tschechen mehr gibt, oder was meint er da damit? Er sagt dann weiter, dass er nicht sagen kann, wo der Bauer ist, zu der Zeit. Er geht ja davon aus, dass es ihn nichts mehr angeht, aber seine Nachkommen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt von Sepp Woody. Die haben dann zu tun und erleben am Ende die ganze Geschichte. Ich verstehe auch die Leute nicht, dass sie gar kein Herein in Klammern Genügsamkeit Klammer zu haben. Und sie werden alleweil schlimmer und gottloser, so dass es kommen muss. Und wie gesagt, es wird wieder sein wie vor 100 Jahren. Mit dem Glauben geht es bergab und alles wird verdreht. Kennt sich niemand mehr aus. Die Oberen glauben schon gar nichts mehr. Die kleinen Leute werden irre gemacht. In der Kirche spielen sie Tanzmusik und der Pfarrer singt mit. Dann tanzen sie auch noch. Aber draußen wird ein Himmelszeichen stehen, das den Anfang vom großen Unheil ankündet. Also, hier sagt er ja, dass die Menschen nicht genügsam sind, dass sie sich mit dem, was sie haben, nicht zufrieden geben. Ja, ist sehr so. Merke ich auch jetzt, jeder muss das größte Auto haben, das geilste Auto, das neueste Handy, das Beste vom Besten. Dass die oberen 10.000 nicht an Gott glauben, ist mir schon lange klar. Oder an eine Allmacht glauben. Und dass wir kleineren Leute irre gemacht werden, ist mir schon lange klar. Wem denen das noch nicht aufgefallen ist, sollte langsam mal aufwachen und sein eigenes Hirn anschalten. Wie das in der Kirche ist, ob die Tanzmusik spielen, ob der Pfarrer mitsingt, ob das schlecht oder gut ist, weiß ich nicht, weil ich gehe nicht in die Kirche, weil mein Glaube hat mit der Kirche an sich nichts zu tun, weil ich die Kirche als Institution ablehne, weil ich muss für meinen Glauben kein Geld zahlen.
Was ja ähnlich wie Irrmeier sieht, ein Himmelszeichen. Irrmeier hat doch gesagt, dass ein Kreuz am Himmel zu sehen sein soll. Sein Himmelszeichen hat er nicht genauer benannt, aber auch dieses Himmelszeichen kündigt das große Unheil an. Ein Erdbeben oder Hagelschlag wie bei Irrmeier sehe ich hier nicht, ist hier nicht aufgeführt. Ja, er wiederholt nochmal in diesem Abschnitt, dass es so sein wird wie vor 100 Jahren. Also stellen wir uns vor, 1900, wie war es vor 1900? Pferdefuhrwerk, wenige Autos, sehr wenige Autos, Fahrräder, tja, Landwirtschaft war, soweit ich weiß, noch ohne Traktoren. Es musste sehr viel Arbeit investiert werden, körperlich harte Arbeit, um sein Leben bestreiten zu können, ja. Aber, was ich auch sagen muss, um 1900 wurde auf das, was man hatte, noch viel Wert gelegt und es wurde auch nicht alles weggeschmissen, sondern vieles gebaut und restauriert, sage ich mal so. Zu DDR-Zeiten war das ähnlich, weil es gab nicht alles. Also wurde vieles gebaut. Heutzutage ist es eine einzigste Wegwerfgesellschaft und wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, ich brauche das und das, weil ich das und das reparieren möchte, wird man ziemlich dämlich, ziemlich dumm von der Seite angeguckt. Ich bin auch da dafür, dass man nicht immer das Neueste vom Neuesten braucht, weil das Neueste ist nicht unbedingt besser als wie das, was man selber hat, aber es kostet mehr und wirklichen Nutzen oder Mehrwert hat es dann auch nicht. Mein Smartphone macht genau das gleiche wie ein iPhone und ich habe kein iPhone. Ein iPhone wäre mir viel zu teuer, weil ich ja der Typ bin, der ein absoluter Handykiller ist. Und das wäre für mich unnütz investiertes Geld. Kommen wir zum letzten Abschnitt von Sepp Woody. Es steht gegen Norden ein Schein, wie ihn noch niemand gesehen hat. Und dann wird ringsum das Feuer aufgehen. Geh nach Bayern, dort hält die Mutter Gottes ihren Mantel über die Leute. Aber auch dort wird alles drunter und drüber gehen. Es wird alles kommen, wie es der Sturmberger gesagt hat. Aber er hat nicht alles gesagt. Oder sie haben ihn nicht verstanden. Denn es kommt viel schlimmer. Bauer, sag es deinen Kindern. Sie sollen dem Berg zurennen, wenn es kracht. Sehen tät ich noch mehr, aber ich kann es nicht begreifen und nicht sagen. Ich bin nur ein Knecht und ich weiß nicht, ob es ein guter oder ein böser Geist ist, der mir diese Sachen vormacht. Aber ich weiß, dass es einmal wahr werden wird. Also er erwähnt einen Schein gegen Norden. Und wenn der Schein gegen Norden kommt, muss er ja aus dem Süden kommen. Kann ich mir so gar nichts drunter vorstellen. Auch, dass ringsrum das Feuer aufgehen soll, ist das erste Mal, dass ich das so lese. Ähnlich wie Irrmeier, geh nach Bayern, dort hält die Mutter Gottes ihren Mantel über die Leute. So ähnlich hat es ja Irrmeier auch gesagt, bloß der hat noch südlich der Donau erwähnt. Aber auch hier wird alles drunter und drüber gehen. Irrmeier sagte ja, dass auch dort Plünderungen sein werden. Wer der Sturmberger ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht nachgeschaut, werde ich wohl mal in der nächsten Zeit machen. Er erwähnt aber weiterhin, dass er nicht genau weiß, woher es kommt, was er hier gesehen hat. Er sagt, es kann ein guter oder ein böser Geist sein, er weiß es nicht, drum möchte er nicht mehr sagen. Aber er sagt halt, dass es irgendwann mal sein wird,
was er gesagt hat. Auch ähnlich wie bei Irrmeier hat er erwähnt, dass die Kinder des Bauern auf den Berg rennen sollen, wenn es kracht. Das heißt, wenn es kracht, schlagen die Bomben ein oder normaler Krieg. Ich weiß es nicht. Was meinten ihr dazu? Vielleicht kann mich ja jemand aufklären, wer der Sturmberger ist. Auch über die bayerischen, urbayerischen Wörter kann mich ja mal jemand aufklären. In diesem Sinne, meine Lieben, meine Hübschen, ist das heute das einzigste Video, weil ich heute mal meine Lieblingsjahreszeit, den Frühling, genießen möchte. Ja, die Temperaturen sind nicht wie Frühling, aber das ist die Jahreszeit, in der die Natur ihre Kraft wiederbekommt und das ist für mich einfach nur eine geile Zeit. Also, in dem Sinne, meine Hübschen, schreibt unten in die Kommentare, was ihr denkt, klärt mich auf in Beziehung der Vorhersehung von Sepp Woody. Alles andere ist zu spät. Kritik, whatever, unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt mich weiter. Gebt ein Abo ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es kostet euch nichts. Und tü-lü-tü, meine Hübschen.